Großartig. Hauptsache, wir alle sind in Sicherheit. Das ist das Wichtigste. Wir müssen Gemlin finden. Unsere Familie hat in Kirkwall schon immer hohes Ansehen genossen. Ich bin mir sicher, er kann etwas für uns tun. Hoffentlich hat er deinen Brief erhalten. Die Wachen scheinen diesem Mann unterstellt zu sein. Vielleicht sollten wir uns mit ihm unterhalten. Ah. Was, Evelyn? Feindschaft? Warum? Ja, weil wir ihren Freund umgebracht haben. Da war ja was. Ja, da, stimmt. Ja, das nicht so gut aufnimmt, weil irgendwie vorhersehbar, ne? Hab ich fast vergessen. Gut. Können wir hier mit irgendeinem von euch reden? Ihr dürft uns hier zurück in die Menge mit euch. Ihr werdet nicht schneller nach Kirkwall hineinkommen, nur weil ihr versucht, euch hier aufzuspielen. Aber ihr habt doch vor, uns hineinzulassen. Wir haben selbst genug Bedürftige in den freien Marschen. Wir können gut darauf verzichten, dass ihr Flüchtlinge euch hier wie ein Misthaufen auftürmt. Ich habe gehört, wie jemand diese Festung die Galgenburg nannte. Ist sie ein Gefängnis? Früher schon, in den Zeiten des Reiches. Bis zur Rebellion wurden hier die Sklaven untergebracht. Jetzt wird sie von den Templern geleitet, die hier ihre Magier einsperren. Es hat sich also wohl nicht viel geändert. Was? Hier sind Magier eingesperrt? Nun ja, auch nicht mehr als irgendwo sonst. Sie ist jetzt ein Zirkel der Magie. Die Magie soll den Menschen dienen und sie nicht beherrschen. Es ist besser, wenn die Magier eingesperrt sind, wo sie niemandem schaden können. Ist das wirklich so gut? Warum dürfen wir nicht in die Stadt? Wenn es nach mir ginge, würde ich die Tore verriegeln, damit ihr irgendwo anders herumbetteln könnt. Aber es geht nicht nach mir. Einige von euch könnten in der Stadt auch seriösen Geschäften nachgehen wollen. Deshalb will Kommandantin Meredith, dass wir euch aussortieren. Die meisten von euch werden allerdings sofort wieder auf ihre Schiffe verfrachtet. Das klingt nach einem Titel der Templer. Warum sollte eine Stadtwache den Templern unterstehen? Wir unterstehen ihr nicht, aber sie hat in Kirkwall die Macht. Ich weiß nicht, was geschehen würde, falls sich der Vicomte ihren Wünschen widersetzen sollte. Er hat es auf jeden Fall noch nie versucht. Es muss doch irgendeinen Verantwortlichen geben, mit dem ich reden kann. Ja, ja, immer die gleiche Leier. Wenn ihr rein wollt, müsst ihr mit Hauptmann Ewald sprechen. Ich bin nur hier, um zu verhindern, dass ihr über die Mauer klettert. Ja, über die Mauer klettern wollten wir jetzt nicht. Wie wollen wir darüber klettern? Keine Ahnung, aber das steht ja dann nicht aus, Es steht da echt blöd, sagen wir es mal so. Er wurde ja dort hingestellt, damit er verhindert, dass Leute über die Mauer klettern. Das heißt, es gab Leute, die das tatsächlich versucht haben. Die Frage ist, haben sie es geschafft? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Antwort darauf. Ist mir doch egal. War Wesley in der Kirche von Lothering stationiert? Ich erinnere mich nicht, ihn je dort gesehen zu haben. Er hat woanders gedient. Dieser Hauptmann ist ziemlich gut versteckt. Ja. Dafür, dass wir. Warte, Langschwert. Plunder schieben. Los, hackt. Kanntet ihr alle Templer, so. Lothering? Ist angenehmer. Ah, hier ist er. Mich verstecken musste. Ich kann euch bezahlen. Selbst alles Gold in Fredas macht die Stadt nicht größer. Hi. Lasst uns durch, ihr elender Mistkerl. Wir werden nicht in dieser Grube bleiben. Dann geht zurück auf euer Schiff und verschwindet. In Kirkwall ist kein Platz für noch mehr Flüchtlinge. Das Schiff hat bereits abgelegt. Wir haben viel dafür bezahlt, hierher zu kommen. Ihr, ebenso wie halb für Reldon. Ich kann nichts für euch tun. Die Stadt ist überfüllt. Eine der Wachen sagte, ihr würdet Leute einlassen, die in der Stadt ihren Geschäften nachgehen wollen. Das stimmt. Wir haben gesehen, wie viele ihr eingelassen habt. Ja, Bürger und Händler, bei denen es sich für uns lohnt. Ich nehme an, ihr habt auch nicht mehr Gold als diese Herren.
Wir haben euch für Reldener monatelang eingelassen, aber ihr kommt zu spät. Wir haben keinen Platz mehr. Aber wir haben hier Verwandte. Zählt das denn überhaupt nicht? Glaubt mir, diese und ähnliche Behauptungen habe ich schon 1000 Mal gehört. Wir werden Schiffe auftreiben, die euch alle zurück nach Ferelden bringen. Irgendwann. Doch bis es soweit ist, bleibt ihr hier. Es muss doch noch jemand anderen geben, der hier das Sagen hat. Vielleicht können wir mit ihm reden. Die Stadt wurde auf Anordnung des Vicomte und von Kommandantin Meredith abgeriegelt. Es ist ihre Festung, in der ihr gerade steht. Aber soweit es euch betrifft, habe ich hier das Sagen. Unser Onkel ist Gamlin Amell. Er weiß, dass wir kommen. Es gibt doch bestimmt jemanden, der nach ihm suchen könnte. Gamlin, ich kenne diesen Namen. Er ist ein Adliger hier in der Stadt. Unsere Familie besitzt hier ein Anwesen. Ein Adliger? Der einzige Gamlin, den ich kenne, ist ein kleines Wiesel mit leeren Taschen. Wenn er zurückkommt, bringe ich euch zu ihm. Aber ich habe keine Zeit, ihn... Was? Die lasst ihr also in die Stadt? Ich habe nicht gesagt, dass... Wir sind seit 4 Tagen hier. Die sind gerade erst angekommen. Das reicht. Wir bahnen uns unseren Weg mit Gewalt. Männer, seid vorsichtig! Was? Sind die blöd? Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Also rein theoretisch können wir jetzt einfach uns vorbeischleichen. Oh, hier gehen wir auf die Deserteure, ist okay. Wie viele habt ihr hier eigentlich? Komm rein. Aber es war nicht mein. Sehr schön. Unglaublich. Hauptmann, geht es euch gut? Ja, aber das habe ich nicht euch zu verdanken. Wo sind die anderen? Sucht sie und bringt sie her. Ich will das hier unter Kontrolle behalten. Ich danke euch. Hört zu, ich kann euch nicht in die Stadt lassen. Die Entscheidung darüber liegt nicht bei mir. Aber ich werde euren Onkel finden und ihn hierher bringen. Danke. Es ist jetzt schon 3 Tage her. Wann hat diese Warterei denn endlich ein Ende? Ich bin mir sicher, es dauert nicht mehr lang. Gamlin ist bestimmt noch auf der Suche nach uns. Und wenn nicht? Moment. Ich glaube, da kommt jemand. 3 Tage? Leandra! Verdammt, Mädchen, die Zeit hat es wirklich nicht gut mit euch gemeint. Gamlin! Was sagst gerade du? Offen gesagt hatte ich hiermit einfach nicht gerechnet. Die Verderbnis, der Tod eures Gatten. Ich hätte erwartet, der Rest eures Lebens würde sich in Ferelden abspielen. Ach, Gamlin, wir sind zu spät. Mein armer Carver hat es nicht geschafft. Möge Andraste ihn leiten. Oh, beim Erbauer. Bitte tut mir das nicht auch noch an, Leandra. Ich weiß ja noch nicht einmal, ob ich euch helfen kann, in die Stadt zu kommen. Ich mache mir vor allem Sorgen um Mutter. Könnt ihr zumindest sie in die Stadt bringen? Nein, wir bleiben zusammen. Ich hatte gehofft, ein paar Bestechungen machen zu können, aber die Kommandantin greift hart durch. Wir brauchen mehr, um die Maschinerie zu schmieren. Aber was ist mit dem Anwesen? Dein Vater hat doch bestimmt etwas hinterlassen, als er gestorben ist. Ach ja, das Anwesen. Also es ist, weg. Ich brauchte das Geld, um Schulden zu bezahlen. Ich wollte euch eigentlich schreiben. Dann gibt es keine Hoffnung mehr. Nicht unbedingt. Ich kenne einige Leute, die uns vielleicht helfen könnten. Falls ihr nicht zu wählerisch seid, was eure Gesellschaft betrifft. Mutter sagte, unsere Familie sei reich. Könnt ihr uns wirklich nicht helfen? Ich helfe euch doch, verdammt. Ich habe Angebote von 2 Leuten, die über genug Geld verfügen, um diese Tore zu öffnen. Ich kann noch immer nicht glauben, dass ihr das Anwesen verkauft habt. Wie konntet ihr nur, Gamlin? Nun, ich hatte einfach nicht damit gerechnet, dass eure verdammte Familie plötzlich wieder vor meiner Tür steht. Aber ich habe ein nettes Plätzchen in der Unterstadt. Es wird sich alles klären. Ihr werdet schon sehen. Wir müssen doch nicht in Kirkwall bleiben, oder? Gehen wir einfach in eine andere Stadt. Hier war mein Zuhause. Ich kann nicht glauben, dass sie mich nicht zurückkehren lassen.
Seit diese Verderbnis herrscht, versinkt jede einzelne Stadt an der Küste in Flüchtlinge aus Ferelden. Ihr könntet euer Glück vielleicht weiter im Landesinneren versuchen, aber es wird nicht leicht werden. Nein, das können wir Mutter nicht zumuten. Wir finden einen Weg. Dann lasst mal hören, Onkel. Was schwebt euch vor? Ich habe mich mit meinen Kontakten unterhalten und ein paar Leute gefunden, die möglicherweise bereit wären, für euren Einlass in die Stadt zu bezahlen. Der Haken bei der Sache ist, dass ihr und eure Schwester die Schulden abarbeiten müsstet. Ein Jahr lang. Ein Jahr? Ein Jahr? Mehr konnte ich nicht tun. Glaubt mir, wenn ich euch sage, dass eine Gruppe von Flüchtlingen nirgendwo eine bessere Möglichkeit bekommt. Ich bin mir sicher, ehe wir uns versehen, sind wir wieder frei. Ich habe es geschafft, meine Kontakte davon zu überzeugen, sich in der Galgenburg persönlich mit euch zu treffen. Mehran leitet eine Söldnergruppe, die Roteisen. Sie suchen nach neuen Rekruten. Athanrel. Ich schätze, man könnte sie eine Schmugglerin nennen. Beide können euch helfen. Ihr müsst sie nur im Hof aufsuchen und davon überzeugen, dass ihr die Mühe wert seid. Was denkst du, Bethany? Wir sind schon so weit gekommen. Es kümmert mich nicht, für wen wir arbeiten, wenn wir nur nicht wieder zurückgehen müssen. Gut. Suchen wir sie auf und hören uns an, was sie zu sagen haben. Oh, Gamlin, ich weiß nicht. Es geht um wirklich viel Geld, Leandra. Und leider hat unser Name nicht mehr so viel Gewicht wie früher. Und was ist mit mir? Ich werde nicht zulassen, dass sich andere meinetwegen in Schulden stürzen. Ich wüsste nicht, welchen Unterschied das machen sollte. Ihr seht aus, als wärt ihr in der Lage, euren Beitrag zu leisten. Dann werdet ihr mit uns kommen. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Ich danke euch. Gut. Wohin müssen wir denn jetzt? Genau. Hier oben jetzt nicht. Wollte ich jetzt nicht den Bewacher da im Rücken stehen. Das sind die Schmuggler. Ich wollte zu den Söldnern gehen. Die Söldner reizen mich. Dann seid ihr wohl Hawk, der Neffe. Euer Onkel hat verdammt viel über euch erzählt. Ich hoffe, das war nicht alles nur heiße Luft aus seinem Arsch. Ich möchte zuerst etwas mehr über euch erfahren. Richtig, im Gegensatz zu eurem Onkel stammt ihr ja nicht aus den Marschen. Wir sind in dieser Gegend ziemlich bekannt. Wir entscheiden selbst, für wen wir arbeiten und halten uns aus allen Schwierigkeiten raus. Wenn uns allerdings jemand krumm kommt, ist er geliefert. Klar soweit? Vollkommen. Irgendwie habe ich mich nie als Söldnerin gesehen. Es wird ziemlich kostspielig sein, uns in die Stadt zu bekommen. Hatte ich erwähnt, dass die Roteisen ziemlich gut bezahlt werden. Und ganz nebenbei hat euer Onkel außerdem erwähnt, dass eure Schwester eine Magierin ist. Wir sind bereit, gut dafür zu bezahlen. Onkel Gamlin redet offenbar ziemlich gerne. Wenn ihr bei uns bleibt, seid ihr in Sicherheit. Zumindest für ein Jahr. Mein Onkel wirkt überhaupt nicht wie jemand, der mit Söldnern verkehrt. Das tut er auch nicht. Gamlin hat einen meiner Männer beim Trinkwettkampf betrogen. Aber wenn ihr so gut seid, wie er erzählt hat, sind wir quitt. Ich bin bereit, mich zu beweisen. Hier in der Galgenburg gibt es einen adligen Bastard namens Friedrich. Er hat uns falsche Informationen geliefert, hätte meine Männer fast das Leben gekostet. Jetzt hält er sich versteckt und wartet auf ein Schiff. Wenn er uns kommen sieht, wird er sich sofort aus dem Staub machen. Euch allerdings kennt er nicht. Tötet ihn und seine Männer. Wir sorgen dafür, dass niemand Fragen stellt. Ja, gerne doch. Das machen wir doch gerne. Es aktualisiert die Zerstörung von Lothering. Hi! Habt ihr den Hof nochmal überprüft? Er ist noch immer da draußen, aber er ist allein. Und er unternimmt nichts. Ich traue der Sache nicht. Was machen wir, wenn das Schiff ankommt? Wartet! Wer seid ihr? Ich verlange zu erfahren, was ihr hier macht. Ich will hören, was ihr zu sagen habt, bevor ich eine Entscheidung treffe. Die kommen von Mehran. Ich bin kein Idiot, das weiß ich selbst. Hört mal, ihr
Also ich weiß nicht, was euch dieser dreckige Hund bezahlt, aber ich gebe euch das Doppelte. Lasst uns einfach nur gehen. Ich könnte mich umstimmen lassen, wenn ihr mir sagt, wie ihr die Roteisen hintergangen habt. Müssen diese Narren immer alles so persönlich nehmen? Ich habe Lord Asheral erzählt, dass sie kommen. Es war rein geschäftlich. Ich war absolut bereit, den Roteisen einen Anteil zu geben. Von mir aus auch alles. Ich gebe es auch euch, wenn ihr wollt. Lasst mich einfach nur gehen. Nee. Ich könnte mir mein Geld natürlich auch von eurem Leichnam nehmen. Diese verdammten dämlichen Hundelords. Steht da nicht rum. Tötet sie. Bringen wir es hinter uns. Oh, ich mag es zu kämpfen. Vor allem in diesem Spiel. Von daher nehme ich den Kampf doch gerne an. Nehmen wir hier unseren Hund mit. So. Spiel ich tot. Meine Wache jetzt auch. Ja, und zack. Ah, der hat ein paar Münzen. Doch, sehr schön. Hat uns wahrscheinlich nicht alles bezahlt. Von daher. Hi. Wir taten, was ihr wolltet. Gut. Ich hoffe, die verdammten Geier fressen seine Leiche und scheißen ihn anschließend ins Meer. Willkommen bei den Roteisen. Sagt eurem Onkel, dass ich mich jetzt um alles kümmere. Quest absolviert. Die Zerstörung von Lothering. Hattet ihr Glück? Ja. Sie sind bereit, uns zu helfen. Ich spreche mit Meran, um herauszufinden, wann die Bestechungen gemacht werden können. Wartet hier. Dann haben wir es wohl geschafft. Unsere Reise liegt hinter uns. Jetzt müssen wir nur noch um unser Leben laufen, wenn es wirklich nötig ist. Ich wünschte nur, Carver wäre noch bei uns. Und Wesley. Lasst uns einfach abwarten, was geschieht. Vor uns liegt ein langes Jahr. Ein sehr langes Jahr. Somit begann das erste Jahr des Champions in Kirkwall. Von jenseits des Meeres kam die Nachricht, der Held Fereldens habe die Verderbnis besiegt. Doch Lothering war zerstört. Kirkwall war nun die Heimat des Champions. Also machte er sich einen Namen und beglich seine Schulden bei den Söldnern. Es war ein arbeitsreiches Jahr und dann kamen die Kunari. Ein gewaltiger Sturm hatte ihr Schiff vernichtet und hunderte von Kriegern warteten in der Stadt auf ihre Heimkehr. Damals begannen auch die Probleme mit den Magiern. Die Templer waren unter Kommandantin Meredith enorm mächtig geworden. Doch das Wichtigste ist, ich lernte den Champion kennen. Na, sieh mal einer an. Oh, dieser Loading-Screen, der sieht so schön aus. Ist klasse. Ist großartig. Andras des Brustmensch, wisst ihr eigentlich, wie viele Leute bei dieser Expedition einheuern wollen? Aber wir haben gehört, ihr geht in die tiefen Wege. Ihr braucht doch bestimmt jede Hilfe, die ihr... Nein! Ihr kommt zu spät, das ist bereits erledigt. Das hier ist die Art von Unternehmung, durch die man reich wird. Ich gehe kein Risiko ein, indem ich irgendwelche dahergelaufenen Menschen anheuere. Wir haben gegen Dunkle Brut gekämpft und sie getötet. Wie viele der Männer, die ihr angeheuert habt, können von sich das Gleiche behaupten? Stellt euch hinten an, Mensch.
Halb Kirkwall will im Moment mein bester Freund sein. Ihr sucht nach einem schnellen Weg aus der Gosse, was? Ihr, genau wie alle anderen Ferelden in diesem Drecksloch. Sucht euch einen anderen Weg. Was sollen wir jetzt tun? Wir haben nichts, was irgendjemanden daran hindern könnte, uns zu verkaufen. Diese Expedition war unsere letzte Chance. Keine Angst, Bethany. Ich lasse nicht zu, dass dich irgendwelche großen, bösen Templer holen kommen. Die Sache ist kein Witz. Wenn die Templer mich finden, werde ich im besten Fall für den Rest meines Lebens weggesperrt, falls sie mich nicht auf der Stelle töten. Wir brauchen Geld, Status, irgendetwas, wohinter wir uns verstecken können. Solange wir nichts weiter sind als Flüchtlinge, sind wir niemand. Vielleicht kennt Gamlin ja jemanden, der für uns mit Bartrand reden könnte. Er scheint immer zu wissen, was vor sich geht. Wir könnten ja fragen. Ich wüsste nicht, was wir sonst tun sollten. Paragrat. Verzauberung. Oh Gott. Ich kannte jemanden, der einem alle Münzen aus der Tasche stehlen konnte, indem er einen einfach nur anlächelt. Du hast nicht genug Stil, um in der Oberstadt zu arbeiten, von der Händlergilde ganz zu schweigen. Du solltest dir vielleicht eine andere Beschäftigung suchen. Verschwinde. Danke. Sehr erfreut, Varric Tethras, zu euren Diensten. Ich entschuldige mich für Bartrand. Er würde eine Gelegenheit nicht mal erkennen, wenn sie ihm direkt ins Gesicht klatscht. Ihr aber schon? Oh ja. Was mein Bruder nicht begreift, ist, dass wir genau solche Leute wie euch brauchen. Er würde es allerdings niemals zugeben. Dafür ist er zu stolz. Ich hingegen bin eher praktisch veranlagt. Ihr seid Teil von Bartrands Unternehmung? So ist es. Die tiefen Wege wären zwar normalerweise nichts für mich, aber ich kann nicht zulassen, dass das Oberhaupt unserer Familie allein dort hinuntergeht. Ihr könnt euch also vermutlich vorstellen, dass ich mehr als nur ein flüchtiges Interesse am Erfolg dieser Expedition habe. Wieso seid ihr euch so sicher, dass wir euch helfen können? Ihr wisst doch gar nichts über uns. Oh, ganz im Gegenteil. Ihr habt euch während des letzten Jahres einen beeindruckenden Namen gemacht. Für die Roteisen zu arbeiten, ist eine beachtliche Leistung. Ihr habt nicht nur für sie gearbeitet, ihr habt beeindruckt. Der Name Hawk ist dieser Tage in aller Munde. Nicht schlecht für eine Verrednerin, die gerade erst hier angekommen ist. Dann habt ihr vermutlich auch von meiner Schwester gehört. Nicht annähernd so viel wie von euch. Sie ist natürlich herzlich eingeladen, uns zu begleiten, doch diese Entscheidung überlasse ich euch. Mir ist es nur recht, wenn du im Mittelpunkt stehst. Meine Dame, eure Geheimnisse sind bei mir sicher. Du musst rausfinden, was er uns anzubieten hat. Wir müssen bei dieser Expedition dabei sein. Es muss doch eine Möglichkeit geben, euren Bruder davon zu überzeugen, uns anzuheuern. Wir brauchen nicht noch mehr Tagelöhner. Was wir brauchen, ist ein Partner. Die Wahrheit ist, dass sich Bartrand den Bart zerrupft hat, um das alles selbst zu finanzieren. Aber er schafft es einfach nicht. Investiert in die Expedition. Wenn ihr 50 Souveräns auftreibt, kann er nicht ablehnen. Nicht, wenn ich da bin, um für euch zu bürgen. Euer Bruder wirkt nicht unbedingt wie jemand, der seinen Gewinn gerne teilt. Mein Bruder mag ja so manches sein, aber er ist nicht dumm. Es ist einfach weitaus besser, den Gewinn zu teilen, als in einem Teig festzusitzen und Tausende der dunklen Brut zwischen sich und dem Ausgang zu haben. Er wird einverstanden sein, glaubt mir. Warum solltet ihr euch für einen vollkommen Fremden einsetzen? Ich setze lieber auf jemanden mit eurem Ruf, als mich vollkommen unvorbereitet in die tiefen Wege zu stürzen. Und abgesehen davon wären wir eure Partner. Ich bin bereit, daraus ein wenig Vertrauen zu schöpfen. Ich hoffe, ihr auch. Das klingt interessant. Aber wenn ich Gold hätte, bräuchte ich diese Arbeit überhaupt nicht. Ihr müsst größer denken. Es gibt nach einer Verderbnis nur ein kurzes Zeitfenster, in dem es in den tiefen Wegen nicht vor dunkler Brut wimmelt. Mit dem Schatz, den ihr dort unten findet, könntet ihr und eure Familie ausgesorgt haben. Es wird nicht leicht werden, aber es ist zumindest eine Möglichkeit. Ich denke, wir sollten sie ergreifen. Es ist immer noch besser, uns in diese Expedition hineinzuarbeiten, als nur herumzusitzen und darauf zu warten, in die Galgenburg geworfen zu werden. Ihr und ich, wir arbeiten zusammen. Und ehe ihr euch verseht, habt ihr all das Geld, das ihr braucht. Was meint ihr? Da unten ist möglicherweise nichts anderes als dunkle Brut und Schutt.
Wie könnt ihr so sicher sein, dass wir Gewinn machen werden? Bartrand macht sich nicht einfach auf gut Glück auf den Weg. Er stützt sich auf einige wirklich gute Informationen. Einige Bereiche der tiefen Wege sind so alt, dass sogar die Zwerge sie vergessen haben. Wir müssen nur dort runterkommen, dann wird uns Bartrand weiterführen. Ihr und ich, wir werden dort sein, falls es Probleme zu lösen gilt. Was macht euch so sicher, dass ihr mir nützlich sein werdet? Es gibt in dieser Stadt niemanden von Bedeutung, den ich nicht kenne. Ich kann euch helfen, lohnende Aufträge zu finden. Und wenn ihr mich nicht dafür braucht, habe ich ja immer noch Bianca. Bianca? Ihr habt eurer Armbrust einen Namen gegeben? Warum denn nicht? Sie ist eine echte Schönheit. So ist es doch nicht wahr, meine Süße. Was könnte euch davon abhalten, einfach mit meinem Geld zu verschwinden? Ihr werdet die Expedition begleiten und ich werde an eurer Seite sein. Wenn ich euch betrüge, werdet ihr es als Erster erfahren. Und dann wird es meine letzte Tat gewesen sein. Wir sind uns einig. Perfekt. Es gibt in Kirkwall jede Menge Arbeit. Legt einfach von jedem Auftrag ein paar Münzen zurück, dann habt ihr das Geld in kürzester Zeit zusammen. Vielleicht findet Evelinia Arbeit für uns. Immerhin ist sie jetzt bei der Stadtwache. Wir sollten uns etwas ungestörter unterhalten, wenn sich euch die Gelegenheit dazu bietet. Vielleicht im gehängten Mann? Wenn ich nicht gerade bei euch bin, findet ihr mich dort. Also los, machen wir uns auf die Suche nach ein wenig Ärger. Behaltet eure Geldbörse im Auge, Hawk. In der Oberstadt gibt es mehr Beutelschneider als im Rest der Stadt zusammen. Sehr beruhigend. So. Gehen wir ein bisschen hier auf die Schildverteidigung. Schildschlag. Das haben wir ja geliebt. So, Veränderung hervorrufen. Heilung. Scharfschütze. Können wir nichts machen? Täuschung. Stohlenheit ausweichen. Sehr schön. Okay. Aber wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Dragon Age 2. Bis dann, haut rein und tschüss. Tschüss.